ich denke nicht, dass das noch ein Jahr weitergeht, weil das schon echt grenzwertig ist. Scheiße, Mama Mia, das ist pures Pulver. Wirklich lieblos und schlecht gekocht. Ich denke nicht, dass das Essen unter aller Sau ist. Das ist gruselig, wie das schon aussieht. Das war das Schrecklichste, was ich heute gesehen habe. Es gibt Schlimmeres vielleicht, wie jetzt, wie heute. Was ist HACCP? Ich hab noch nie gehört. Ich weiß echt nicht, wo die Reise hingeht. Wir fahren heute nach Schrecksbach ins schöne Hessen. Und es handelt sich um die Ristorante Pizzeria Altes Schloss. Das ist wirklich eine tolle Location, eine alte Burg aus dem 16. Jahrhundert. Also wirklich was Ehrfurchtergreifendes. Und ich denke mal schon, da gehört eigentlich einiges zu, da eine Gastronomie zu starten. Mein Mann hat ja auch nichts gelernt gehabt. Und der hat hier als 1-Euro-Jobber mal gearbeitet. Ich wollte einen Koch suchen, einen Pizzabäcker, und dann... Also selber Chef, weil ich, wie gesagt, ich habe ja keine Ahnung vom Korn gehabt. Wie kann man denn mit null Plan vom Fach ein Schloss pachten und da Gastro machen? Ich habe mal einen Korn gehabt, der war auch nicht besser wie ich. Alles nur so per Abgucken gelernt, per Internet. Ist ja auch schwierig, wenn du nichts gelernt hast, keine Erfahrung hast in der Gastronomie und dich dann an so ein Objekt ranwagst. Bis so ein bisschen Organisation fehlt, uns allen, aber... Ihm auch? Bei Papieren bin ich nicht so pünktlich, da bin ich ein bisschen, was ich nicht kenne, mache ich sofort kaputt oder ich mache es weg. Oder? Wenn der Beirat Briefe einfach nicht aufmacht, die kommen, also entweder möchte er das gerne wegschieben oder er versteht es einfach nicht. Wie steht es um die Finanzen? Fakt ist, dass Sie jetzt Ihr Erspartes angreifen müssen. Also ich habe Überblick über Finanzen, soweit ich weiß. Also er muss Ahnung haben von Finanzen. In Wirklichkeit ist es auch nicht so sein Gebiet, aber... Er muss es ja schaffen. Er ist ja der Inhaber. Vermutlich sind Bernhard die ganzen Finanzen entglitten. Vermutlich. Lass uns mal schauen, wie schrecklich es wirklich ist in Schrecksbach. So kompliziert habe ich lange nicht mehr gekocht. Deswegen, ich habe zwar gekocht, aber solche Essen habe ich lange nicht mehr erlebt. Ich habe die Kaffee mit Tortellini. So. Das ist jetzt der zweite Streich quasi, ne? Jetzt riechst du nach Kamin, jetzt nach gekönter. Und das ist ja. So, ich sag dir eins, scheiße Mama Mia, das ist pures Pulver. Mhm. Pures Pulver. Oh, das schmeckt so richtig übertrieben, ne? Da kann man kein Geld dafür verlangen. Das war erbärmlich. Also Kraftpresse, nur ein Wasser erhitzen, dann gekonnte Brühe reinwerfen und dann noch fertige Tortellini dazu. Monaco-Franz würde sagen, ein rechter Scheißdreck war's. Ein rechter Scheißdreck. Also eine Tomate ist recht dicklich, aber gut. So gar nicht so schlimm, das Gesicht ist und die... Also sie schmeckt nicht eklig, aber sie schmeckt nicht wie eine Tomatensuppe. Die schmeckt irgendwie total flach. Süß. Geschmacklich war sie... Ja, da hat sie eigentlich eher an ein Dessert erinnert. Es ist ja Salat. Also wenn das jetzt nicht wäre, was hätte ich denn, wenn ich das jetzt nicht hätte? Was hätte ich denn? Also erstmal habe ich nur diese Muscheln, dann habe ich hier noch. Boah, guck dir das mal an. Das ist so. Calamaretti. Metzgerzwiebel und Eisbergsalat. Also, Gurke, ja. Tomate, das war's. Bei Salat kann man nichts verkehrt machen. Also finde ich. Warte mal ganz kurz, dass ich das Haus da sehe. So ein Mayonnaise ist das. Wie so ein Krautsalat, ne? Der irgendwie durch den Mixer gegangen ist mit extra Mayo. Salat ist ein feines Blatt und der muss mit geschmeichelt werden, mit Vinaigrette, mit Essig und Öl. Dann kommt er zum Tragen. Und diese Marinade war ein Barz, die zerschlägt jeden Salat. Bei der Carbonara kommt noch ein Ei dazu und Parmesan obendrauf. Und bei der Tortellini kommt nur Käse und meine Gewürze. Das ist der Unterschied. Ich habe jetzt Pfeffer jetzt eingelegt und die brate ich ein bisschen. Und dann mache ich Salz rein, ein bisschen Pulver rein und dann mache ich viel Pfeffer. Ne? Pilze, Soße zu braten, ein bisschen Mehl. Und ja, durch Sahne kriege ich diese braune Farbe. Es war ja Wasser, mit Wasser habe ich gemacht. Ne? Nur ist mir schief gelaufen. Es gibt Schlimmeres vielleicht, wie jetzt, wie heute. Habe ich schlimmere Restaurants gesehen. Okay, nochmal ganz kurz zum Thema Carbonara.
so gehen, im kalten Winterabend, nach drei Tagen nichts essen. Ist das der Vorder- oder Hinterschinken? Das ist nicht, das ist ein Pressschinken auf jeden Fall, aber Nudeln, die sind nicht richtig verkocht, das passt. Dann Sahne, Schinken und Salz. Das war's. Jetzt kommt es ja ein bisschen auf die Bolognese an, die mir sehr, sehr hell vorkommt. Ich habe ein bisschen Sahne gegeben, dass das ein bisschen heller aussieht. Das ist die Tomatensoße mit Hackfleisch. Ja. Deine Tomatensuppe mit Hackfleisch. Eine Bolo, weißt du, da gehört rein so ein bisschen Karotte, ein bisschen Sellerie, ein bisschen Speck und dann auch ein Rotwein und dann wird die ein paar Stunden geköchelt. So. Auch nichts von Röstaromen oder so, ne? Also die ist auch nichts angebraten so richtig. Und einmal Hollandaise. Schnitzel Hollandaise? Schnitzel Hollandaise. Schnitzel war gut gebraten, war frisch. Man hat das Schnitzel eventuell auch zu lange transaliert mit hoher Temperatur, ne? Und schau mal jetzt das Fleisch an. Ziehst du da eine Spur von Feuchtigkeit? Die Feuchtigkeit hast du ja oben drauf, ne, mit der Soße. Ein Schnitzel panieren und rausbacken, dass es goldgelb ist, dass es irgendwie Wellen wirft. Und so Hollandaise wäre so schön, wenn man es denn könnte. So, hier Champignons. Die sämige Konsistenz kommt von dem Glipper, den so die Pulversoßen auslösen, ne? Mhm. Und der Geschmack bestätigt meine Theorie. Wie gesagt, Salam, Hollandaise und Jäger mache ich mit den Sahne, also mit ein bisschen Pulver. Das hat nichts mit Kochen zu tun, sondern das hat was zu tun mit Ahnungslosigkeit, Verzweiflung und Hilflosigkeit. Ich dachte, wir haben schon schlecht gegessen, schon oft. Aber so schlecht, es war eine kulinarische Ohrfeige für uns. Wirklich lieblos und schlecht gekocht. Also was machen wir denn jetzt mit denen? Es ist echt so, dass wir das überprüfen müssen, wie weit sind sie wirklich tauglich. Sind sie gastrotauglich oder nicht? Deshalb machen wir einfach so einen Fragekatalog. Ja, das sind Fragen, die muss ein Gastronom können. Das sind jetzt keine Vorführfragen, da geht es wirklich nur um die Hygiene. Da geht es wirklich um die wirklich Grundlagen. Wenn Sie das aber nicht können, wenn Sie diese einfachen Fragen nicht beantworten können, dann müsste Ihnen doch jetzt sofort klar sein, dass Sie es sein lassen müssen. Was ist HACCP? Das haben wir nie gehört. Das ist die einfachste und wichtigste Frage eines Gastronoms. Ja, das mag ja sein, aber ich hab's. Es ist eine Hygieneverordnung. Das ist die Verordnung, die vorschreibt, wie die Hygiene abzulaufen hat in der Gastronomie. Also nein. Was bedeutet MHD? Denk mal an den Supermarkt, ihr geht einkaufen. Mindesthaltbar so. MHD, Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja, stimmt. Definiere Wareneinsatz. Er sagt mir nichts jetzt. Sagt mir nichts. Es ist das Geld, was du ausgibst für die Ware. Was versteht man unter Kühlkette? Kühlkette. Unter einer Kühlkette, ja? Nicht unterbrechen von Kühlung. Hast du es gewusst, nein? Ich hab nicht gewusst. Was sagst du dazu? Was soll ich dazu sagen? Ich habe schon mal gehört, aber ich habe mich damit jetzt. Hat keiner mich jetzt persönlich gefragt? Erst einmal, dass mich jetzt jemand fragt über die Sachen. Ne? Das war ein bisschen kindisch, fand ich. Da sind sie glücklich gescheitert. Also, das sind einfach Dinge, die muss man wissen, bevor man die Türen seines eigenen Restaurants aufschließt. Das sind so Dinge, die kann man da lernen. Man kann vieles lernen. Er hat es ja nicht gelernt, er hat es nicht getan. Das ist Fakt. Schönen guten Morgen. Moin. Guten Morgen, alles gut? Ja. So, wie ist die Entscheidung? Macht sie weiter oder macht sie nicht weiter? Das ist die Frage des Tages. Machen weiter. Machen weiter. Wir wollen weitermachen, damit wir nicht als Versager dastehen oder ihr habt Scheiße gekocht oder wir wollen das gut hinterlassen am wenigstens. Egal, wenn wir in den Schulden sind. So einen Fall lasse ich nicht. Geht nicht. Da kann 10 Profis kommen. In dem Krankenhaus wird es gegenärztlichen Rat heißen. Aber wir respektieren eure Entscheidung und unterstützen euch. Danke. Dann machen wir 6 klassische Sachen aus der italienischen Küche, 6 große Klassiker. Und dann siehst du mal, wie arbeitsintensiv das ist. Wir haben uns wirklich orientiert an eurer Karte, an den Klassikern, um euch auch nicht zu überfordern. Es gibt von mir eine Minestrone, eine klassische, eine Gemüsesuppe mit ein bisschen Parmesan und eine frische Basilikumpesto. Und dann mache ich noch einen Pastagang Orichette alla Puttanesca. Dann gibt es einen Bruschetta. Und dann machen wir wirklich eine Bolognese, die sich gewaschen hat. Und es wird eine Pasta geben von mir heute mit Gorgonzola und Walnüssen und Äpfeln. Dann mache ich noch Vitello Tonato, den großen Klassiker. Wir machen das einfach wirklich sehr, sehr lecker alles. Ne? Ja, ich finde es sehr gut. Ne? Das ist typisch italienisch. Und sind auch nicht so schwer, dass es wenigstens die einfachen Gerichte wir hinkriegen und gut hinkriegen. Damit wollen wir sie auch ein bisschen herausfordern und ihnen einfach mal zeigen, hey,
Leute, seid ihr dafür bereit? Wir machen jetzt eine Minestrone. Ja? Minestrone besteht irgendwie immer aus 8 bis 12 Gemüsen. Ich habe hier was vom Fenchel, natürlich Knoblauch, ein bisschen Sellerie und die Paprika. Das dünnt sich so an, so entfaltet sich der Geschmack. Ja? Weißt du, was das hier ist? Riech mal. Ja, das sind Fenchelsamen. Und zwar rösten wir die auch nur ganz kurz an. Das soll halt nur nachher dem Fond so einen richtig guten, kräftigen Geschmack geben. Ne? Womit ich jetzt auffülle, ist einmal einfach nur geschälte Tomaten. Es geht jetzt nur noch mal darum, dass du das wegen der Zeit auch verstehst. Das ist das Mise en Place, was du abends zum Service dann brauchst, wenn die Gäste da sind. Das musst du aber morgens oder vormittags schon ansetzen. Du kannst jetzt nicht um 16 Uhr kommen, das Ding hier in 20 Minuten kochen und erwarten, dass es schmeckt. Also du brauchst für diese Geschichten einfach mehr Zeit. In Zukunft werde ich früh anfangen mit meiner Arbeit, so ca. 14, 15 Minuten. Jetzt kommen wir eine Bolognese. Hackfleisch und Salsiccia haben wir angebraten. Und jetzt kommen erstmal die Zwiebeln rein. Und wenn die Zwiebeln reinkommen, kommen der Sellerie rein, der Knoblauch kommt noch rein, die Möhre kommt rein. Auch mal das Hackfleisch da rein. Hier kam alles. Schuss ordentlichen Rotwein. Und dann Passata. Er macht schon mit, aber ich habe nicht das Gefühl, dass er jetzt irgendwie hier alles aufsaugt und das alles jetzt wirklich so nachkochen kann. Er läuft so mit. Vitello Tonnato heißt, wir haben jetzt heute gebratenes Kalbfleisch, wir haben gebratenen Kalbsrücken. Dann wird er dünn aufgeschnitten, kommt auf den Teller. Das wird dann drapiert mit der Thunfischsoße. Ja? Ich zeige euch jetzt, wie die Thunfischsoße gemacht wird. Okay? Ja. Thunfisch in Öl, hier rein in den Mixer. Zack, die Bohne, rums. Kapern schon und Kapernsaft. Ja? Ein Esslöffel Senf, ein Esslöffel Honig ist schon drin. 3 Knoblauchzehen, frischen gezupften Basilikum ist auch hier, auch mit rein. Das mixen wir dann alles zusammen, das ist dann kein Problem. Ne? Am Schluss kommt dann noch dazu ein bisschen Creme Fraiche, ein bisschen Schlagsahne. Und ein bisschen Mascarpone. Ja? Wie viel? Jeweils 2 Esslöffel. So, was gibt's denn bei Ihnen heute so auf der Karte? Also, was können Sie mir empfehlen? Was gibt's heute? Wir haben Pasta, wir haben Kalbfleisch, wir haben Thunfisch, eine Soße. Eine Soße ist das vom Thunfisch? Ja. Okay, mit was kommt das? Wie muss ich mir das vorstellen? Ein Teller Soße oder? Das wird gemixt. Was kommt mit dieser Thunfischsoße? Ach so, ja, Gewürze. Was ist denn eine Pesto? Was kommt alles in eine Pesto? Pesto ist eine Gemüsebrühe. Eine Gemüsebrühe? Mhm. Ja. Und was ist dann Minestrone? Eine kalte Soße? Ja. Mhm. Merkst du was? Ja. Aber wie gesagt, ich kann noch nicht alles. Ja. Jetzt, naja. Ich will dich da jetzt auch gar nicht reinreiten. Ja. Nur du müsstest einfach die Alarmglocken, die gehen bei mir so krass an. Ich möchte jetzt erstmal, dass ich mich fachlich weiterbilde und ein bisschen besser werde. Ich bin total aufgeregt, dass alles klappt und so. Ja, aber hoffen wir mal, ne? Dass das Glück mit euch sein möge, oder? Okay, auf geht's. Okay. Guter Service, okay? Ja, okay. Eins, zwei, drei. Also ich mach's mit, ich geb mein Bestes jetzt. Ein Bruschetta fehlt noch, ja. Ich denke nur, dass die Teller vertauscht worden sind, weil wir sind 4 Personen und hier drüben sind 3 Personen. Also mit den Bruschetta weiß ich selbst nicht, was da jetzt durcheinander gelaufen ist. Ich hoffe, es wird nicht allzu blamabel heute Abend. War gut. War mega. Mit denen zu kochen. Wenn der Behret das übergangsweise macht, dann soll er sich direkt an diese Rezepte halten. Da kann er wenig falsch machen. Dann könnte das klappen. Aber dann muss er natürlich wirklich so diszipliniert sein, dass er das auch ernst nimmt. Pasta mit Gorgonzola-Soße, Walnüssen und Äpfel. Guten Appetit wünsche ich. Man schmeckt überall die frischen Zutaten raus. Klasse, hervorragend. Das toppt natürlich alles hier, ist genial. Hat's euch denn geschmeckt? Ja. Wir können eigentlich gar nicht so viel erzählen. Also 2 junge Leute, die irgendwie noch einen weiten Weg auch vor sich haben, gastronomisch gesehen. Aber wir wünschen euch einfach alles Gute. Also wie der Weg auch sein wird, okay? Danke. Bitteschön. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich sie gerufen habe. Ich habe viel dazugelernt und
das kann man, ist ja unbezahlbar, wenn man was lernt. Ich bin auch sicher, dass ich noch weitermache. Also ich habe noch nicht entschieden, zuzumachen, das erste Mal. Und ja, weil das kommt das erste Mal nicht in Frage. Damit ihr uns nicht vergesst, haben wir hier noch eine Erinnerung für euch beide, okay? Ja. Also, großen Applaus. Ich wünsche Timmy und Berat wirklich von Herzen, dass sie das Richtige für ihr Leben finden, für ihren Weg finden und glücklich werden. Und wenn sie es in der Gastronomie schaffen und ich mich irre, dann sollen sie auch das tun.